Recht herzlich willkommen zur 143. Folge vom Simotrans. Ja, diese Haltestelle fehlt uns hier, damit wir das da bedienen können. Deswegen brauchen wir jetzt einen Bus irgendwo, beziehungsweise eine Haltestelle. Aber wir brauchen erst eine Straße dafür, ne? Machen wir diese. Das ist hier. Das würde bedeuten, das machen wir gerade so, dahin. Also um zwei verlängern. Können wir diese Straße ja nehmen, ne? Ne, da. Entschuldigung. Wo ist hier? Postkasten, da ist der Postkasten, der muss da ja auch noch hin. Dann passt's. Und dann haben wir das schon abgedeckt. Das heißt, wir müssen jetzt die Linie für Döbeln anpassen. Stadtbus Döbeln. SB Döbeln ist da. Ne, da. Linie ändern. Und Schwertstraße. Wo sind die? Da oben. Mittelalterkirche ist da, dann fährt er dahin und dann ist Mittelalterkirche. Das würde bedeuten, fährt dann danach, also hier einfügen, dahin. Dann dahin und dann zur Mittelalterkirche, dann passt es wieder, oder? Okay, das haben wir erledigt. Hier war ja nichts mehr, ne, oder? Beziehungsweise hier ist noch aber alles abgedeckt, oder? Ja, sieht gut aus. So, ich weiß gar nicht mehr, ob wir die vier Städte auch kontrolliert haben. Da müssen wir gerade mal hingehen. Aber eigentlich sollte das ja hier passend sein, ne, oder? Hier oben sind noch alle Sachen draußen, da auch. Und hier ist auch alles gut. Ich weiß gar nicht, ob wir das letztes Mal gemacht haben oder nicht, hier geguckt haben. Glaube nicht, oder? Floto ist auch noch okay. Baut sich weiter aus. Sonderhausen sind wir da noch. Sonderhausen sieht gut aus. Alles im Rahmen. Und dann noch Lauter. Lauter ist hier überall im Rahmen. Da oben passt alles. Da unten ist eine Straße, ein kurzes Stück weiter, aber es ist auch alles drin. Läuft also. Bedeutet, wir nehmen eine Liste, oder wie ist das? Haltestellenliste. Wartend. Keine Güter vorhanden. Dann machen wir das mal andersrum. Wie? 17 Paletten Zucker warten da. Ha? Keine Güter. Ach, ich habe Typ hier geändert und nicht aufsteigend, absteigend. Das wollte ich ändern. So, ich wollte gerade sagen, irgendwo muss doch ein Problem sein, ne? Hier mal den Schiffsanleger also. 2204 Passagiere wollen über Dübbeln-Waldweg Hafen. Das heißt, das Schiff muss da lang. Und dann haben wir da 906 Dübbeln-Waldweg Hafen auch nochmal, die dann irgendwo da weiter reisen. Das heißt, über 3000 sind das hier. Foto. Ja, jetzt ist nur die Frage, wie viele Schiffe sind denn da so am Fahren, ne? Schiffe sind hier. Döbeln, Floto. Okay, das sind rein. Ach so, jetzt erinnere ich mich gerade. Wir haben ja hier veraltete Schiffe. Und die gab es irgendwie nicht. Und irgendwer hatte geschrieben, ich weiß nicht, ob es der Pumuckl war oder irgendwer, der hatte auf jeden Fall geschrieben, dass die da irgendwann wiederkommen, die Schiffe, nach einer gewissen Zeit. Nur wir sind jetzt gerade hier zeitlich nicht an der passenden Ära. So, gerade mal gucken hier. Ob schon was Neues gibt? Ne, gibt's nicht. Na, da gibt's nur Schleppkähne und sowas. Schubschiffe. Und leider keine Personalschiffe. Da müsste man ewig viele machen, ne? Ist klar. Haben wir drüber gesprochen.
Schön ist es. Ja, ich habe jetzt aber nicht den Bedarf, veraltete Schiffe da einzusetzen. Also, das haben wir letztes Mal schon gemacht, mit Zweien, glaube ich, oder sowas zugekauft. Würde ich jetzt erstmal so stehen lassen. So, was haben wir hier in Döbeln? Das ist der andere Hafen, in die andere Richtung wahrscheinlich, ne? Ne, nach Altenau. Aber auch überflutet sind reichlich. Ja, da kommt gerade ein Schiff wieder an und hat jetzt gerade 500 mitgenommen nach Floto, oder? So ähnlich. So, Radolfzell. Gibt es noch eine Bushaltestelle, wo 1950 Passagiere sind? Das ist hier der Bahnhof, ne, oder? Lilienthalstraße. Ist es auch. Und das ist der Jupiterweg, der da bedient werden will. Der ist da. Ja, gut. Das bedeutet Busse, Stadtbusse, Radolfzell sind gefragt, ne? Jupiterweg, Titanweg, über Döbeln-Waldweg, Hafen geht's auch noch. Aber das meiste ist intern. Und somit relativ viel, ne? Und da haben wir Busse und Stadtbus. Achso, wir können auch weiter runter scrollen. Radolfzell. Gibt es vier Busse, ne? Ja, glaube, da machen wir noch was drauf. Hier Radolfzell, kopieren wir und schicken beide los, ne? Soll so werden. Oh, falsche Taste. Die 5 vom Zippernblock genommen, anstatt die 8 für Hochscrollen. Ja. So. Ah, die kommen jetzt auch gerade. Okay, die sehen wir hier. 700, ja, sind jetzt knapp 200 weniger geworden, ne? Okay. Aber kommt hier ein Zug an, der ja kommt, oder? Ach so, wir haben hier, oh, ich sehe gerade, wir haben hier mal vorgehabt, zweigleisig zu arbeiten, ne? Da haben wir schon was reserviert. Wenn ich das so sehe, dann würde ich gerade sagen, zieh mal das hier gerade noch durch, ne? Und das muss mal behoben werden dann. Weißt du was? Und bevor das da schief läuft, das ist ja durch Straße reserviert, das ist ja alles ganz gut, ne? Aber das andere hier, die Straße ist ja nicht geplant. Würde ich jetzt mal schnell so machen. Dann ist es definitiv hier schon mal gut für uns, dass es da lang geht. Und dann muss man noch überlegen, das da weiterzumachen, ne? Sollten wir das mal tun gerade? Ich glaube, wir bauen mal gerade hier zweispurig weiter aus, oder? Das? Ne, das ist jetzt falsch. Und das muss weg, genauso wie das. Dann kommt wieder das Gleis da dran. Und zwar so, so. So, das müsste auch noch weg, ne? Und das auf jeden Fall so. Dann müssen wir da nochmal abreißen. Machen wir jetzt auch. Und setzen da wieder ein Gleis hin. Jetzt müsste man eigentlich diese Stege hier wegmachen, aber ich glaube, das geht nicht, ne? Ja, das funktioniert nicht. Da müsste man hier schräger fahren, aber ist auch egal. Oder? Gibt das ein Problem beim Einfahren? So, und jetzt das. Und da noch da weg. Und da noch da weg.
von meiner, da geht auch weg und das lassen wir so. Und dann brauchen wir noch ein paar Signale, ne? Das ist okay so. Das können wir so lassen. So ist gut. Er fährt noch, passt. Aber das hier war... Na okay, wir können da noch... Und das ist Auswahlsignal. Vorsignal. Richtungssignal frei. Vorsignal. Auswahlsignal, was ist das? Was war das jetzt? Auswahl? Ende. Ach so, das ist das Ende-Signal, okay. So. Er weiß, wo er hinfahren muss, ne? Jetzt läuft's. Ja. Ach so, okay. Ah, warte mal. Da, da. Aber es fährt sowieso, glaub, keiner durch. Die hat, na doch, der fährt vielleicht durch, ne? Oder? Ja, aber der muss jetzt anhalten, weil da einer kommt. Das ist die Frage. Ja, komm, machen wir lieber das Auswahl-Ende-Signal da noch hin. Und da auch. Er wartete jetzt wegen Dingens, ne? Ah, da können wir da vielleicht noch ein Signal hinsetzen. Habe ich da eben nicht Signale hingesetzt? Hm? Weiß ich jetzt auch nicht. Da, hier eins hingesetzt, oder? Kommt da noch eins hin. Läuft, ne? Saßen da vielleicht welche und ich habe sie noch nicht gesehen. Könnte auch sein. Keine Ahnung. So, läuft aber erstmal. Achso, hier ist schon wieder ein Problem, dass der nicht nachkommt. Okay. Gut. Das bedeutet, wir machen erstmal bis da. Und so. Geht erstmal nur bis da, ne? Geht's. Ah, okay. Ich sehe schon, was unser Problem ist. Falsche Seite, ne? Ach. Ist noch schlechter. Der wandert da auch noch rüber. Ja, dann ist es halt so. Ich glaube, dann können wir uns das auch. Egal sein lassen auf Deutsch. Ja, dann bleibt das so. Und ja, hier muss es dann irgendwann darüber gehen, ne? Können wir hier noch gerade was wegreißen? Ach so, okay, das ist jetzt nicht der richtige. Wir müssen dahin und der muss es sein. Der muss weg. So wäre es richtig dann, ne? Und dann müsste man gucken, dass man hier weiterfährt. Ja, würde sich auch ausgehen in dem Sinne. Passt erstmal. Signal. So geht schon, ne? So läuft's. Ja.
Also, da kann keiner kommen, weil die da lang fahren müssen. Alles klar, dann lass das mal so. Hier steht schon Signal. Achso, damit der bis zum Ende vorfahren kann. Alles klar. Na, jetzt müsste man dieses hier noch wegreißen. Ist dann nur die Frage, obwohl hier gibt es keinen Güterverkehr mehr auf der Straße. Das würde bedeuten, wir können eigentlich das getrost wegreißen und da Gleise durchziehen erstmal. Hier kann man nicht so bauen, würde dann erst da gehen. Machen wir auch. Und das da können wir auch abreißen. Weil auch falsch gebaut. Gut, das passt erstmal. Ja. Jetzt müssen wir da noch ein Bahngleis hinmachen. Hier werden nur Güter gemacht. Und dann noch ein Signal hier hin. Und das geht nicht, weil da schon eins ist. So geht das. Und dann müssen wir das Signal abreißen. Das hier. Ja, super, das stimmt da. Schnellstens wieder schließen hier den Bereich. Passt. Und hier sagen wir Ende. Genauso wie da, oder? Ja. Und dann müssen wir da noch die Signale wegnehmen. Und da gibt es ein Auswahlsignal. Gut, sollte nicht so sein, weil das Auswahlsignal muss leider da hin. Dann kann das Auswahlsignal dort noch weg. So soll es funktionieren, oder? Aber das ist auch falsch, weil zu früh muss hinter dieser Weiche. Macht da nur Sinn, ne? Jo, sieht so aus, als ob es so funktionieren könnte. Dann ist hier zweigleisig. Hier könnten mal gerade noch ein paar Signale hin, damit die auch weiter aufschließen können. Und identische Geschichte hier. So geht's, oder? Können ja alle fahren. Da haben wir Signale, die man schlecht sehen kann, sind aber da. Passt. Hier unten haben wir auch passend. Geht bis dahin. Läuft. So, und hier sind wir nur eingleisig. Und er wartet da unten auf wen? Spielt keine Rolle, weil der Vorherzug ja da abzweigt und daher kommt. Okay, ist eine weite Strecke, ne? Und Bahngleis ist hier. Und wer fährt da? Güterzug? Nein. Das muss ja ein Personenzug sein, der hier irgendwo ist. Ah, da ist er. Machen wir das erstmal zu. Und gucken wir, was er geladen hat. Oh, 208 Gäste. Fahrgäste. Und da fährt gerade der andere ein. Auch so viel. Oh, gut. Das bedeutet, da fahren auch ganz viele hin und her, ne? Radolfzell, Jupiterweg, Radolfzell, Titan, überdöbeln sind 200, 400 Leute, 500 also rundweg. Ja, wäre zu überlegen, ob man da nicht noch einen Zug mehr kriegt, ne? Ne, warte mal, das ist nur überdöbeln, das ist hier 200. Mal wissen wir jetzt gleich, wenn der weg ist, dann. Stehen da noch. Das wird sich da definitiv nicht unbedingt lohnen, ne? Ja, da brauchen wir auch nichts machen. Und jetzt müssen wir da noch gucken, wie viel hier stehen.
Und hier stehen Tausende von Leuten, die nach Altenau wollen. Die wollen alle nötigen. Ja, auf jeden Fall die da, ne? Ist jetzt die Frage, ob da noch ein Zug hinkommt, ne? Was machen wir? Die fahren dann bis hier, ne? Von da aus geht's dann weiter. Da stehen Tausende von Leuten nach. Ne, stehen gar nicht. Okay. Aber das ist jetzt nicht unten die Bushaltestelle, wo gleichzeitig Schiffsverkehr war, ne? Nein, das ist ja eine extra. Nee, das gehört zueinander, okay. Aber Altena oder Altenau? Oh, das ist jetzt schwer. Adenau. Nochmal genauer gucken, ne? Altenau, nicht Adenau. Ich glaube, Adenau ist da und Altenau ist mit dem Schiff, ne? Gucken wir mal. Ich glaube, das war hier, ne? Adenau ist hier, genau. Das heißt, da ist auch Adenau. Da wollen gar nicht so viele hin. Das ist also das andere mit dem Schiff. So, gut. Haben wir das erst. Ja, da haben wir ein bisschen was ausgebaut. Sind wir ein Stück weiter, ne? Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch noch machen. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, ne? Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.